So gut, dann mach ich mal den Sattel. Jetzt hier unten. Track. So, also 115,8 würde es normalerweise bringen. Hab ich gemacht. Ich auch. Oh, es ist teuer, Alter. Es ist so teuer. Hm, 139,2. Joa. Also ich finde, das hat sich gelohnt. 25% mehr Rüstung ist ziemlich nice. Das könnte sich aber auch lohnen, dann mit der Assault Rifle. Also die macht 60 Schaden, hast du gesagt, ne? Ja, ich bin wirklich nicht alles. Also würde die dann so 72 Schaden machen, anstatt 60. Okay. Bin ich auch mal gespannt. Na, schauen wir mal. Wenn wir noch ein bisschen Polymer reinhauen, dann können wir noch eine zweite machen. Ist drin. Okay. Na, machen wir mal. Das müsste die jetzt anders werden. Jo. Schauen wir mal, ob die jetzt besser wird. Nein. 235%. 36%. Oh, das hätte ich gern bei dem Sattel gehabt. Schade. Ja, wir können noch einmal den Fiber fehlt. Oh. Fiber ist im Fiberschrank. Oh, der 54er Sattel ist der eine. Vom Level-Kleider oben. Okay. Fäng ich an. Ja, ich geb mir Mühe. Fäng ich an. Wow. Hallo? 37. 37% Bonus, Alter. Das hätte ich mir für den Tracksattel gewünscht. Ja, das stimmt. Weil sie angestrengt. Das ist fein. Jo, gerne. Übrigens an die Zuschauer, diesen Ravager-Sattel-Blueprint, den wir hier haben, den können wir nicht machen, weil zu wenig Slots sind, das Miffy. Da brauche ich mal einen Replikator. Dann können wir den machen wahrscheinlich. Vielleicht, weiß ich gar nicht, ob das denn geht. Oder vielleicht ein Pferd, ne? Mit dem Pferdesattel. Nee, Pferd ist wie Mortar. Ah. Das geht nicht. Okay. Danke. Bitte. Tja, da bin ich mit 26% hatte ich aber Pech gehabt bei dem Tracks, also kommt mir so vor. Naja. Oh, der hat Level up. Bumm. Er hat hiermit offiziell über 12.000 Lebenspunkte. Mit dem Sattel quasi jetzt wie so, weiß ich nicht, 36.000 Leben oder so. Ganz okay. Fällt mir. So, na mal gucken wir mal, was bei rumkommt hier. Okay, noch viel mehr Metall. Und Holz brauche ich auch. Wood. Und Fiber. Fiber kann ich selber machen, das wiegt nicht so viel. Das krieg ich hin. Das kann ich gerade noch so tragen. Fasern. Ja. So, wie wird denn hier der Schaden? Irgendwas bauen. 198%, bam! 300 Haltbarkeit. Unzerstörbar. 206% Damage. Crossbow. Get up. Get up. Das wird ja immer besser. 217%, Alter, was geht? Alter, Übertreiber, du. Oh. Der war jetzt schlecht. Ja. Also, da habe ich besseres gewohnt. Lol, sieht aus wie so ein Kind neben euch. Ich nehme die 218%. 318%. Dann dient dich. Ich warte noch. 201. Ich glaube 218 ist schon top, das ist 36,9% besser. Ja. Na, na. 220! Oder? Wie schnell der weg war. Oh, ich war der schnell weg. Wer hat den genommen? Sind hier bestimmt, ne? Nein, ja, bestimmt. Der Maulwurf. Die Sau. Oh, die muss ja dann 40% Bonus bekommen haben oder so. Ja. Richtig schnell war der weg. 39,8. Okay, also ist 40% wahrscheinlich. So ist es. Wir sind jetzt alle hier nach den Crossbows eiern. Was? Wie kam jetzt blau? Ich geb den noch gerne ab, das ist kein Ding. Ich hab zurückgetan, ich hab getauscht. Aber du musst ja nicht weggeschmissen werden. Gut, dann tausch ich. Das ist ja nicht so schlecht. So, ich mach mal ein paar Kletterhaken, mal sehen. Schon besser. Wie nimmt die alle raus? 207 heißt es, ne? Okay, wir brauchen.
Hört mal auf, das rauszunehmen, dann kann ich das nicht anklicken. Nervig. Weit. 120. Die Haltbarkeit. Ist die besser? 118. 110. 110. Nee, es lohnt sich nicht. Wirklich. 328. Na, 126. Da, 126. Ja. Ah, so. Doch, es lohnt sich doch. 126. Nee, ich nehme 111. Mal an. 40% Bonus, ey. 115. Also die 123, die ist echt gut. Ja. Oh, ja. Die ist auch nicht schlecht. Ja. Jo. Ich kann endlich wieder Zeug tragen. Das ist jetzt bestimmt ein Compound-Bow. Eine Shotgun wäre halt geil, ne? Shotgun wäre der Shit. Ja, Shotgun oder Compound-Bow, beides wäre cool. Ja, aber ein lila ist Compound-Bow wahrscheinlich nicht drin, ne? Ja, immerhin Chitin-Stiefel. Wie viel hier Armor? 150. Das ist echt nicht schlecht, ja. Der hat noch gar keine Boots. Wir haben 50, gar keine. 50 haben die Standard nur, ne? Hm. Ist gut. Ist echt gut. Hat schon gute Handschuhe gefunden, jetzt noch gute Stiefel, freue ich mich. Oh, jetzt dein Ernst, Hundi. Ich habe auch wieder ein Glück. Hast du einen Ryan Glück, ja? Ich habe wieder Glück. Glück. Hundi ist Angst da. So, okay, ich brauche noch 50 Gas. Zwei Batterien, 130 Eisen, 80 Rodigens. Ich hätte auch mal so eine Batterie als Spaß gecraftet hier, die kann auch noch benutzt werden. Ja, die müsste halt auch irgendwann aufladen. Die ist aufgeladen. Ja? Okay. Das Metall jetzt hier. Ja. Mit da rein, kannst du rausnehmen. Jo. Ryan, wo sind die Batterien? Oh, gleich, die müssen wir erstmal ein bisschen laden in dem Ding da. Okay. Da ein paar Mädchen noch, ich denke 4-5. Kacki, mach bitte Licht ein. Maulwaffen? Jo. Also ich hab jetzt 1000 Schuss. Ja, hab ich auch. Gut. Ja. 70.000 Damage. Den Drillsuit, wo kleben wir den erstmal ran? Schon an die, Genau. Hazard-Suit oder? Ja, nee, erst an den Chitin-Tor so, weil Hazard, ja, das Verbrauch geht auch sonst kaputt. Okay. Tue ich dir einfach den Karter, die beiden geladenen. Okay. Irgendwann kannst du herstellen. Und Ben! Da hast du wieder da. Nice. Und 350 Gas habe ich. Nice. Ja, in der alten Base waren noch, da waren noch irgendwo noch 240 Gas. Mhm. So, dann. So, wer braucht noch einen Hazard? Noch einen zweiten. What the fuck? Hab ich. What the fuck? Oh nee, einen brauche ich ja noch, genau. Ich hab. Was ist denn? Was ist denn das? What the fuck? Na. Also. Okay, so schieße ich, warte mal. What the fuck? Nee, guck mal, was ich machen kann. Ich kann die aufstellen. Ja, du kannst sie auch aufstellen und dann ist das wie ein Schildstand da irgendwie. Okay. Das ist nicht die Knarre, das ist so ein Verteidigungsperimeter, das ist eine große Taschenlampe.
Aber die macht auch Dings Schaden und Dings steht in der Beschreibung beim Herstellen. Jetzt und man kann sie aufstellen. Ich habe keinen Plan, was sie da gemacht haben. Was ist das für eine Taschenlampe, Alter? Das die macht das. Aber auch Britzelschaden. Geh mal an ein Tier, was nicht uns gehört. Geh mal an ein feindliches Tier. Lol. Oh. What the fuck? Wie heißt das Teil? Lantern. Charge Lantern. Ah, da kann man was reintun. Wahrscheinlich Batterien. Ding. Okay, wo ist denn mal ein Tier? Wir müssen mal runter zum Fluss. Ah, hier sind wir bestimmt irgendwo. Ja, genau, da lang. Oh Mann, ich hab hier Wingsuit. Ist doch schon Kano. Total verlernt den Wingsuit wegen Vorfuhr. Zum Beispiel Rocky. Da, sag ich doch, das Blitzen. Das macht aber keinen Schaden. Oh, 400. 400. Woo! Boah, Max, Alter. Erschossen. Wer war das? War so, ich dachte. Ja, das ist ja irreführend. Aber es ist wirklich gestuntbar jetzt nicht, ne? Ne. 3 Schuss 1200 mal eben rausgeballert, ey. Vielleicht, das kann sein, dass Nemesis Fischer gestunt sind. Ja, ja, das würde ich gerade sagen. Ja, das kann sein, genau weil das Licht macht, ne? Mhm. Stimmt. Irgendwie ist deine Pistole total OP. Ja, die schießt halt relativ langsam, ne? Aber, und, na, 600%, ne? Ja. Ja, okay, also gegen einen Reaper kann das halt ganz nützlich sein, das Teil vielleicht. Soll ich es mitnehmen oder ich lasse es hier, oder? Erstmal, bis wir das ein bisschen mehr begriffen haben, die Waffe. Alter, die Pistole ist richtig geil. Eben diese Base hast du gerade gesehen, oder? Ja, ich wollte mich nur orientieren. Ich bin bewusst zur Base, weil ich wissen wollte, ob ich da bin, wo ich denke. Und warst du, wo du dachtest? Ja. Frag, wenn ihr Blue Packs braucht, ich hab ein paar. So. Wie man den Kopf schießt? Frag ihn. Wenn wir die Pfeile wieder einsammeln? So. Bei den Lichtteam. Da blickt noch einer. Bei den Lichtteam an. Da. Mal gucken, dass wir so einen Vogel. Dann? Ob der an war. Nein, jetzt ist er. Da sind so viele. Kano? Mach dein Licht aus, Nan. Ich hab mein Licht aus. Du hast dein Licht an. Ja, ich weiß. Ha. Das macht da Schaden. Oh, hier packt schon wieder irgendwas. Ja, das ist schon wieder. Das ist aber schon wieder erledigt. Muss jetzt meine zweite Rüstung schon anziehen. Oh, der Vogel ist 120, den will ich haben. 120? Ja. Hat irgendjemand von euch gelbe Pilze dabei? Ja. Wow, der Maulwurf. Scheiße, der hat mich runtergehauen. Ich hab sogar Seeds dabei. Oh, das geht sogar noch schneller. Ey, wir hatten jetzt das Ding aufgehoben. Was denn? Hier ist die Waterline. Ey, irgendwie, wenn da Wingman drauf ist, total behindert, weil irgendwie werd ich auch getroffen. Geh mal am besten runter hier. Wasser, warte. Hier. Okay. Wenn hier noch nicht, bleib mal dran. Achso, ja. Okay. Ich bring dich jetzt zu den anderen Leuten. Gut. Der hat den Elf platziert? Ja, ich wollte hier einen Wasseranschluss machen, aber irgendwie steht hier ständig immer einer drauf. Steig drin. Am besten nach links ab. Hier ist doch hinter der Base. Nach rechts absteigen, nach links absteigen. Ja. Was? Ja, rechts nach links absteigen, sonst wärst du unten. Nach links. Boah. Bist du rechts abgestiegen? Wow. ich hab nach links gedrückt, bist abgestiegen. Hat jemand von euch gelbe Pilze dabei? Ich hab, links Seeds dabei. Links. Nee, ich brauch welches Level war Pilze, gelbe 120. Die Seeds sind besser. Ja? Okay, dann nehme ich die Seeds. Da, zwei Stück. Ja, das reicht das? Für einen? Natürlich. Okay, probier's mal aus. Ja, die Seeds sind richtig gut. Glaub dem Sedia. Mhm. Oh, deine Ziege sieht voll gut aus mit dem Hut. ich glaube, ich sehe euch da unten. Ja, dann komm hier hin. Ich meine, den Drachen von uns. Also ich warte hier. Meine erste Hälfte ist schon kaputt. Und komm auch hier um die Ecke rum. Das ist mega geil hier so. Ja, ne? So ein kleiner Gemeinschaftsrat. So. Riesenritte. Aber unten ist jetzt das Skelett, ne?
Was da ja, verkauft. Gut, ich scheiße erstmal auf den Vogel. Okay. Ich schau schon mal nach unten, ob wir uns unten irgendwo treffen können. Und hinter dem Skelett ist so ein, weiß nicht, sind so Quadrate im Boden. Da geht's hin. Beziehungsweise fangen wir jetzt wahrscheinlich mit dem Drachen erstmal auf der linken Seite vom Skelett an dem Weg an. Und wollen dann irgendwie clearen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wenn du links von dem Skelett guckst, ist so ein Weg, der nach unten führt. Ja, ich würde auf jeden Fall vorschlagen, ihr könnt den See schon mal runterkommen. Wir sind schon alle unten. Nee, noch weiter runter. Also, ihr seid bei der Base aktuell, dachte ich, oder? Ja, ja, bei den Kristallen. Ja, und dann, wenn weiter unten ist, da quasi, dann wurde... Da, wo der Wasserfall endet, sozusagen. Kann jemand den Stuhl aufheben? Der Linie an der See meinte beam, oder? Ich meinte da, wo der Wasserfall endet, also unter euch so, einfach. Ihr müsst nur runter, so. runter, wo der Wasserfall endet hier. Okay. Das ist auch ein See hier. Hinter Cydia, wuhu! Lol. Mach langsam, Maulwurf, ne? Nicht hier irgendwie, selbst wenn du ein paar Mal im Kreis fliegst, aber das ist schon okay. Da kommt aber hier nicht ins Wasser fallen. Aber hier hätten wir auch bauen können, ne? Ich bekomme hier noch keinen Schaden. Ja, aber versuchen wir hier was zu bauen. Ich nicht. Ach, wo der zweite Wasserfall endet? Hat Schaden. Da ist ein Seeker. Ja. Jojo. Schon gesehen. Wo ist der Seeker? Über dem Wasser irgendwo ist er eben geflogen. Ich kann aber nicht ins Wasser. Ich glaube, der Drache kriegt da Schaden. Zumindest hatte ich letztens den Eindruck. Da, wo ich hingucke. Ja. Ist das jetzt ganz unten? Nee, Wasserfall. Das endet ja einmal so. Also der erste Wasserfall, das ist ein kleiner Karton. Da springst du, da fliegst du hin. Direkt unter der Base hoch. Falls du einfach. Wer auf mich drauf sterbst. Hast du schon den, siehst, Maufen, siehst du irgendwo einen Vogel? Vogel? Ich hab den Ziel. Ja, ich bin da drunter irgendwie. Nee, ich hab den nicht gefunden. Da, überall, wo aber die Enten siehst. Ich will jetzt erstmal, dass wir unser Zeug hier machen. So, Maulwurfen fliegt da unten. She-Girl ist ja noch hier. Ich mach mal zum Maulwurfen. Wer war das She-Girl? She-Girl ist hier. Der Flieger lebt noch. Ja, She-Girl ist schon immer hier. Ach, She-Girl. Der lebt ja schon jetzt seit irgendwie 10 Tagen oder so. Ist das voll geheilt, hat keinen Schaden. Gerade eben hatte er keinen Schaden bekommen, jetzt bekommt er wieder Schaden. Oh, krass, jetzt ist schon alles voll mit Drakes. Na egal, der ist sowieso verloren. 216 Track links von mir. Ist hier irgendwo eine Stelle, wo er keinen Schaden kriegt? Guck mal da vorne, der Blub kriegt auch keinen Schaden. Achso, nee, der. So, Maulwurfen, du bist schon ganz unten, hab ich so das Gefühl, ne? Ja, ich bin schon auf dem Weg nach oben. Ich glaub, der lädt den Schaden. Du machst wieder hoch. Wir können doch den Schiegel mitnehmen, oder? Wohin denn? Der stirbt eh. Runter, wenn er eh stirbt. Na, im Grunde könnte man den wirklich als irgendwie nutzen. Ich glaube, der stirbt ziemlich schnell dann. Ja, stirbt ja eh. Okay, dann bleibt er hier. Na gut. Bei mir ist ein 200er Drache. Soll ich den mal probieren, ob ich den packe? Ah, guck, der 200er Drache macht 24 Schaden an mir. Witzig. Wie ist hier wirklich kalt, ey? Also, ich würde mal sagen, wow. Bin abgesprungen. Huch. Der Sattel ist mal übelst fett. Oh, der sieht übelst geil aus, der 200er. 204 kommt mir bekannt vor. Ist der 204? Oder 214? Ja, so hoch war das Eiklocker. Oh, ja, ich weiß, aber. Das andere hier, ey. Was aussieht hier. Wo bist du denn runter, du? Da, wo ich mal Wochen gesehen hatte. Muss jetzt eigentlich die Damage-Teilen sehen. Oh ja, genau da und noch ein Stück weiter und dann runter. Rennt der jetzt weg, oder was? Ja, runter. Ah, da ja. Ist er. Da unten ist er. Da hinten. Ey, nicht schub, Xidia. Der müsste übelst XP bringen, ey. Krass. Der Ryan will runter. Lösch dich gleich. Der Ryan will runter. Gut, also dann fange ich schon mal an hier aufzuräumen. Wenn ich einen 200er so gut schaffe, dann... David will runter. Gute Dinge. Nee. Ich bräuchte mal Stamina. Das der Ryan will runter. Hat jemand so eine Granate? Der geht mir ja langsam auf den Dach. Okay, Stamina schnell. Springen wir hier runter. Ich schaff es rüber. Rainbow! Ihr seht, wo ich bin, oder? Damage Stein und so.
Ich sehe dich jetzt. Anderen Pilot hat in der Brachpanne drin. Ja. Ja, da wo ich runtergesprungen bin, da ist Beam. Ich kann sogar mit draufhauen. Ich sehe auch gerade keine kleinen Beam. Lol, du bist echt jetzt mit dem Ravager hier. Kaigo? Witzig. Und wir sind nameless dann. Ja, da war jetzt noch runter. Ja, ich komm schon, ne? Ja, alles noch kurz. Ja, schon aufgeräumt. Ein bisschen kann ich noch mit draufhauen. Bevor der verreckt. Ja. 2000 Leben hat er noch. Bin dicht bei dir, Bugs. Zwei, erst abgebogen. Wasser. Bisschen Lockjack. Boah. Hinter dir ist halt. Hier unten macht's noch mehr Angst immer. Krass, sind das Perlen hier auf dem Boden? Sieht so aus, ne? Das hier ist Ölnot. Lot. Was ist, was hinter mir? Ich finde, wir sollten irgendwie ein bisschen zusammenbleiben. Ja. Komm mal hier runter. Yeah! Feuerkraft! So habe ich mir das vorgestellt. Bam! Okay, sehr gut.